Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jump World mit dem Pierre. Hallo. Hallo. Ja, und wir hauen hier heute mal ein richtiges Wunder. Und zwar, ja, lass uns mal überraschen, was so eine Scheiße kommt, wenn wir einfach mal Zufall drücken. Zufall drücken. Muss ich das mit oder ohne Dings drücken? What the fuck, hier kommt nichts. Ich hau drauf. Ah, jetzt, okay. Alter, what the fuck. Okay, The Air von Zappa 10. Okay, was steht da? Ein kleines Jump'n'Run, viel Spaß. Oh. Okay, ohne große Story finde ich schon mal gut. Alles klar. Runterfallen. Ich mache erstmal 3 Blöcke Distanz ein. So. Alter, ich... Boah, mal gucken, wie weit ich komme. Nein! Ach, ich... Kennst du das, wenn man immer zu weit Anlauf nehmen, wenn man runterrutscht, einfach vom Block? Es ist okay. Alter! Wir wollten halt einfach mal diese Überraschungsschiene machen. Okay, hier kriegt man einen Speed-Buff. Alter. Wow. Wow. Wow, alles klar. Vom Noob gefressen. Aha. What the fuck? Du bist da. Wow! Da hat er doch Speed, wenn man auf dem einen Block steht. Alter! Alles klar, erst Rang und dann Leiter. Ich hab immer noch den Speedrang. Nee, du musst hier vom Block runter. Du bist da, wo ich auch bin. Ich sehe dich gerade nicht wegen 3 Blöcke Abstand. Hä, wie kommt man von den Ranken dann auf die Leiter? Oder wie kommt man von dem einen hier hin? Ich bin jetzt in den Ranken, aber wie komme ich aus den Ranken? Ich komme in die Ranken, aber wie komme ich von den Ranken auf die Leiter? Das geht, weil... Hä, du bist direkt auf die Leiter gesprungen? Ja, ich bin einfach hochgelaufen. Nein! Warst du erst in den Ranken und dann bist du dann hoch, oder bist du... Ja. Ah, okay. Dann habe ich das noch nicht richtig hingekriegt, weil ich dumm bin. Und es geht. Doch. Ah, geht doch, geil. Okay. Um die Ecke springen ist ja einfach. Einfach immer nur konzentriert immer alles... Oh, nee, da macht ihr irgendwie Falling Ambosses. Hat er genutzt. Ah, hier ist ein Checkpoint. Okay, hier fallen Ambosses runter. Ja, es geht, wenn man den Tick raus hat. Bist du noch weiter hinten? Ich sehe dich gerade nicht. Oder bist du bei mir? Ah, du bist da. Ich sehe dich. Hey. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Fuck. Das Geile ist, ich weiß jetzt gar nicht, wer mir die Zeit von dem Jump'n'Run. Stimmt. Ich habe gerade ganz vergessen, wann wir angefangen haben. Wir haben bei Minute 7 angefangen in OBS. Okay. Also ich falle immer runter bei der Einleiter. Nein! Ich muss dich einfach nur immer genau ausrichten auf diesen Punkt. Immer genau so ins Eck. Sneaken, dann genau da auf die Kante der anderen Leiter gucken, wo du hin willst, und dann einfach spielen. LOL! Was war das denn? Achso, du hast Jump und noch. Weil du nicht erst nach vorne gelaufen bist und dann gewartet hast, dass du halt so ein bisschen mit Jump losgelaufen, ne? Davon kannst du aber so abkürzen. Hast du gesehen? Ja, ich hab's gerade gesehen vom Seitenweg. Kannst du abkürzen? Oh. Alter, jetzt komm ich auch nicht mal so einen Block drauf, Alter. Ich sehe, ich sneake gerade oben und bin auf F5. Ja, ich bin hinter den schon eigentlich sogar noch ein Checkpoint weiter schon also noch, das ist ja auch in der Seite, du bist bei 3, ich bin bei 5. Warte aber gerade. Jetzt einfach nur noch Konzentration bis zum Ende. Jetzt hast du mir schon einen Checkpoint, ja. Jetzt musst du einfach nur timen hier, das ist eigentlich easy. Ja. LOL. Wurdest vom letzten Amboss erschlagen? Ja, aber ich hab's schon. What the fuck? Wo muss da runter? Hat das. Ist da Wasser? Ja. Das ist ein Checkpoint. Auf jeden Fall. LOL. Das ist kein Wasser, aber man kriegt keinen Fallschaden. Das ist ein normaler Block, aber mein Fallschaden ist deaktiviert. Ich bin aber runtergefallen. Okay, Jump. Ah, alles klar. Yo, was für ein heftiger Jump-Boost. Und wohin muss man? Ah, okay. Ich sterbe, oder? Ach, man kriegt ja keinen Fallschaden, habe ich ja gerade gesagt. Junge, was für ein heftiger. Aha. Was für ein heftiger Jump-Boost der ihm gibt, ne? Okay. Nein! Okay, erstmal den Checkpoint gegönnt. Oh. Du musst hier hin, wo ich gerade stehe. Du hast jetzt extremen Jump Boost. Du fliegst 300 Kilometer nach oben. Woohoo. Und jetzt musst du genau den Steg treffen. Nein!
Nein! Und vorbei. Ja. Wow. Alles klar, what the fuck, ich werde wohl nach links oder nach rechts abgetrieben, wenn ich den Weg entlang laufe. LOL! Ah, ich habe eine Enderperle bekommen. Ich bin einfach nur. Nein, ich habe die Enderperle. Ey, der gibt einem sogar zwei Enderperlen, der Hurensohn, nice. Ich hab's geschafft. Was? Plus 8 Pixel habe ich bekommen. Fuck! What? Warum habe ich plus 8 Pixel bekommen? WTF. Ist irgendwie eine doppelte Waffe? Qualität? Schlecht, Mann. Das war langweilig. Ja. Ich geb mal okay. Sprünge. Ja, die waren wirklich. Okay. Die waren. Ich geb mal gut. Optik. Optik. Mäßig. Mann, ich war einfach. Bin ich gut. Ja, ich mach auch okay. Ich bin nicht so. Krass. What the fuck? Jetzt kriegt man aber sogar Dings fürs Schaffen schon von Maps. Pixel, Alter. Nice. Na komm. Muss mit dem Schwert? Ja, nee. Hallo. Oder meinst du denn? Ah, okay. Ah, noch einer oder was? Ja, würde schon sagen, oder? Wir sind ja, erst bei 5 Minuten gewesen jetzt. Hm. Hat sich vielleicht ein bisschen länger angefühlt, aber wir waren erst mal, also Kreativität schon mal das Schlechteste, was geht, ne? Sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Vermutlich. Oder Optik. Wissen. Optik auch. Nee, Kreativität wissen wir noch nicht, weil wir können ja auch. Alter, wie geht der? Aber ach, auch Optik. Nicht. Welchen denn? Moment. Den zweiten. Du musst einfach daran Kante. Vorbeispringen seitlich. Ach nee. Guck mal gerade wie ich es mache. Schalt mal um, dass du mich siehst. Siehst du mich? Weit genug weg, jetzt sehe ich dich. So. Einfach durchlaufen. Lol. Du musst halt Kopf einziehen. Geil. Brauchst bei denen, glaube ich. Moment, ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe. Ach nee, so geht's nicht. Schade. Aber sowas ist halt immer Glück dabei und Leertaste Spam. Ja, habe ich gemacht, aber es hat gar nicht funktioniert. Ja, und Glück, ja, das ist das Problem. Die Sprünge sind echt teilweise Arsch. Die mag ich auch nicht so. Wie lange geht es überhaupt? Ja, es geht eigentlich. Ja. Aber hat nicht mal meinen Namen, ist auch geil. Hm? Hat der Map nicht mal meinen Namen gegeben, der Typ. Guck mal, der Seite einfach ein Strich bei Namen. Das funktioniert nicht. Und ich kann auch mal kurz gucken. Ich habe das irgendwie anders gemacht. Ich habe das nicht mit Spam gemacht, wie sonst immer. Sonst mache ich sowas auch mal mit Spam, aber eben gerade nicht. Hier habe ich nichts gemacht. Nee, so nicht. Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich doch einfach Spam, ja. Ich kann gar nicht drücken, weil ich bin längst, das ist kacke. Ich muss mit meinem Daumen über Kreuz die Leiter so drücken. Das fuckt ab. Ja, ich glaube, das geht ja noch nicht. Aber gerade habe ich es auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das nicht gespammt. Ich habe das irgendwie mit Technik gemacht. Aber ich weiß nicht mehr, wie gerade meine Technik war. Ich habe immer im richtigen Moment, glaube ich, gedrückt. Darum kommt es an. Ja, aber das habe ich. Ich schaff's gerade selbst nicht mehr. Das war irgendwie Late Luck, dass ich das beim ersten Mal direkt geschafft habe. Ich kann gar nicht mehr drücken, weil ich. Ich glaube, das hat gar nichts mit dem Drücken zu tun. Also, ich habe es irgendwie auch nicht gespammt. Ich habe aber ich krieg's gerade selbst nicht mehr hin. Das war einfach nur Technik, wie ich es gemacht habe, glaube ich. Moment. Ja, nee. Hä? Wie habe ich das geschafft beim ersten Mal? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es einfach gemacht, dabei Scheiße gelabert und es hat funktioniert. Wow. Aber natürlich können da auch jetzt Scheißmaps bei rauskommen, aber ich finde die Sprünge nicht mal so schlimm jetzt gerade. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich es mit Spam gemacht, jetzt ging's. Du hörst ja wahrscheinlich sogar meine Tastatur, wenn ich da so drauf kloppe wie ein Behinderter. Ja, ich kann gar nicht so schnell drücken, weil ich mit meinem Daumen über Kreuz spielen muss, Mann. Ja, Linkshänder, ich schaff's auch nicht immer. Ja, das geht mit Spam. Auch. Also beim ersten Mal habe ich nicht gespammt, sondern es irgendwie es mit. Es geht nicht, ich kann nicht spammen, es geht nicht mit der linken Hand, es geht nicht mit der rechten Hand. Es geht einfach ja, nicht. Ja, ich habe gerade auch noch gespammt. Ja, es geht. Du darfst halt wirklich so nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, es ist auch ein Vorteil von der maschinellen Tastatur, wie ich habe. Dass es, glaube ich, auch ein bisschen besser geht mit Spam. Aber. Weißt du, ich muss die gar nicht. Ich mach meine Finger ja gar nicht von der Taste runter, sondern ich gehe mal halt so rauf runter. Ah, du hast es geschafft, nice. Fuck off, Es ist geil. Ich glaube, Spam ist dann nur die einfachste Möglichkeit. Man kann es auch gut timen, dann funktioniert es auch. Das haben wir über den Kopf, gell? Ja. Da arbeite ich sehr viel mit über dem Kopf, was ich total scheiße finde, muss man so zu sagen. Boah, ich hasse Sprünge über dem Kopf, Alter.
Ja, ich glaube. Wenn du morgen über den Kopf hast. Oh, es ging aber jetzt, okay. Du musst halt einfach so spät wie möglich springen, dann hast du nämlich den nicht mehr beim Kopf. Weiß. Alles klar. Ich fall runter. Dieter. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Hä? Links und rechts? Wo lang muss man jetzt? Wenn hier Jump oder so? Hä? Achso, hier am Rand und dann. Alles klar. Ich glaube, durchrennen geht immer einfacher. Habe ich aber eben gerade auch nicht gemacht. Wie geht denn der Scheiße jetzt hier? Einfach von ganz hinten lossprinten und dann. Du gehst mal bis so weit nach vorne auf den Block. Oder musst du ganz nach hinten und dann los sein? Alter. Ja, dann du springst viel zu früh. Ich bin auch zu früh, Alter. In der Klippe. Versuchst du mal auch mit durchsprinten, wenn du es schaffst. Wenn du es vielleicht schaffst. Ah, gut, das hast du eh geschafft. Erst, ich bin da lang, ja. Und dann hier rüber. Zum Glück gab es da einen Checkpoint. Ich glaube, du bist doch eben gerade so schräg. Geh weiter nach vorne, weil du hast da einen Block vorher, hast du links drüber. Ist geschafft, ne? Ja. Ah, nein! Okay, das ist scheiße. Nein! Okay, ich geh weiter zurück. Ja, ich hab's geschafft, aber ich hab Anlauf genommen. Okay, man muss die ganze Zeit mit Anlauf nehmen. Du musst so weit wie. Beim blauen Block bin ich so weit wie es geht zurück und hab dann so einen Ein-Block-Anlauf Anlaufsprung gemacht. Dass ich quasi nochmal auf dem Block, wo die Druckplatte ist, nochmal gelandet bin und dann nochmal gesprungen bin und damit geht's, ja. Nice, nächster Checkpoint. Ich bin zurückgelaufen, Pierre, und bin dann von dem einen Block auf den anderen gesprungen. Digga? Ja. Du machst die ganze Zeit diesen. Da zurück und dann musst du musst nochmal auf den Block aufkommen. Ja, ich kann sowas aber nicht. Ja, ich glaube, anders funktioniert es nicht. Doch, es funktioniert anders. Das ist ein Fehler. Halt. Das funktioniert auch anders, aber. Ja. Sag ich doch, es funktioniert auch anders, aber. Alles klar, das sind auch meine Lieblingssprünge um die Ecke. Haha, haha. Ja. Oh, nochmal! Alles klar. Nochmal geschafft, nice. Finde den Weg, steht da. Also die Map ist auf. Das hat man immer so die Sache. Alle Maps, die nicht so Jump'n'Run des Tages sind, können jedes Mal prinzipiell schon mal wieder schwerer sein, weil die Jump'n'Run-Maps des Tages halt immer irgendwie einfache Maps sind. Mit die Leiter drüber, Alter, so wie ich über deine hässliche Mutti springe. Du musst dich halt im letzten Moment eindrehen zur Leiter. Das machst du ganz gut. Nur ein bisschen zu weit rüber geschwungen, ja. So was perfekt, jetzt so nochmal und dann hast du es. Sag ich doch. Finde den Weg. Ah, ist gut mit dem Labyrinth. Geht's hier unten weiter? Rip. Ja, nice. Danke, fick dich, Rip. Links. Geh nicht links lang, links stirbst du. Auch? Okay, also rechts. Wow. Boah, das war so schlecht. Also es ist am Ende war so schlecht. Schlecht. Übertreib halt. Also erstmal Optik und Dings fand ich auch. Ja, Optik gebe ich auch schlecht, aber die Sprünge waren nicht schlecht, die waren gut. War halt anspruchsvoller. Gib den gut, den Sprüngen. Du bist so ein typischer, die Sprünge sind zu schwer für mich, ich gebe schlechte Noten. Nö. Ich finde von dem Map auch scheiße. Ja, deswegen gibt's hier die einzige. Ich hasse Sprünge um die Ecke und ich hasse Sprünge. Ja, sag ich dir, weil du die nicht kannst, deswegen gibst du so schlechte Benotung. Ich finde die immer ganz gut, wenn ich die nicht kann. Ich mach keine Maps hier und da kann keiner meiner Maps bewerten. Dann gebe ich solchen Lappen einfach schlecht. Ich benote immer fair. So, egal. Wir sind bei, Moment, ich muss gerade rechnen, 13 Minuten, das reicht eigentlich für eine Folge. Locker. Und damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.